habe mir einfach nie überlegt, was für Musik ich machen will. Ich habe mir nie überlegt, was, also genauso wie ich jetzt da Alben hineingehe, dann sage ich nicht, ich möchte jetzt ein Album, wo, sondern ich bin vielleicht, was bin ich, 7, 8 gsi, wo ich am Brüder seine... 7. Sagen wir 7, ja, danke, gut, schön. Für es besser in der Biografie, macht es besser. Und dann einfach am Brüder seine CD- und Plattensammlung durchwühlt und hat dort einfach genau die Sachen gefunden, die du vorher gezeigt hast, mit Marvin Gaye und Luther Vandross und Jackson, Prince. Und hat das Zeug hat einfach als Kind schon gefressen. Meine Eltern sind beides Berufsmusiker, also Musik war im ganzen Haus bis unter die Decke voll gewesen. Es ist im Haus auch unterrichtet worden, also die Mutter hat Klavierunterricht gegeben, der Vater ist Opernsänger und hat Gesangsunterricht gegeben, auch im Haus. Und es hat mehr Klavier gegeben, wie warmes Nacht. Und es war wirklich halt einfach voll gewesen mit Musik, den Alltag, wirklich vom Morgen bis am Abend. Und ich bin dann mit knapp 10, wo der Bruder mit 17 eine Acid-Jazz-Funkband hatte, rein Instrumental-Band, hat er gefragt, ja, weißt du, wir brauchen einen Sänger, willst du nicht mal ein bisschen da? Und dann habe ich einfach ja, gerade die gesungen, was ich gehört habe. Also ich habe gerade mit Improvisation angefangen. Ich habe nie irgendwelche Covers auswendig gelernt oder Unterricht gehabt, sondern als ich angefangen habe zu singen, habe ich mir gerade selber überlegen, was ich singen will. Also für uns ist ganz klar, dass wir nicht den Grossfirmenweg gehen können. Also wir sind, oder ich bin kein Act, wo eine grosse Firma einfach mit viel Geld kann durchschleudern und durchpushen. Und da schieben wir jetzt einfach mal Geld hin. Und dann versuchen wir, alles zu machen und jede grosse Bühne und alle Radiostationen hin. Für das müssen wir die Musik verändern, für das müssen wir an mehr ein bisschen schrauben. Und für das müssen wir ja, vielleicht einfach noch ein paar mehr Videos machen im Regen. Und das ist scheiße. Also ich will nicht an mir schrauben, ich will meine Musik genauso machen, wie ich sie machen will. Und wenn die Musik fertig ist, das ist meine Prämisse, an das glaube ich, man muss Musik machen und Musik sucht sich dann ein Publikum. Vielleicht sucht sich dann die Musik einfach auch niemand. Das, mit dem musst du dann einfach dealen. Aber du darfst dann nicht das Publikum aussuchen und dann Musik machen für das Publikum. Weil dann bist du Auftragsarbeiter und dann machst du gescheiter Radio-Jingles. Die Art und Weise, wie sie arbeiten, seit 25 Jahren, die Fantas, ist eigentlich genau gleich wie ich. Und darum ist es für mich eigentlich der perfect match, dass ein Manager, der neben der Fantas keine anderen Acts mehr hat, sich jetzt dafür ausgesprochen hat, mich unter Vertrag zu nehmen, für Deutschland exklusives Management zu machen. Und wir haben bereits in der kurzen Zeit, die wir zusammen geschafft haben, eine neue Booking-Agentur gefunden, die wir haben unterschreiben können. Also, mit dem Album fangen wir in Deutschland mit einem, ja, musst du jemanden haben von dir. Ist jemand, wo, wenn funky Musik läuft, wo nicht ruhig sitzen kann. Und ich habe gehört, wenn du auf Tour bist, dann bist du jemand, der sich sehr gesund ernährt. Und ich habe hier 5 Mangos. Jetzt steht auf meinem Rider. Ist wahr? Ich habe die leider nie gesehen. 5 sehr feine Mangos aus Venezuela. Ich weiss, woher sie kommen. Und du hast eigentlich die Aufgabe, du hörst 5 funkige Tunes, immer 20 Sekunden, du darfst dich nicht bewegen, weil sonst gibt es kein Mango. Wenn du es schaffst, pro Song kriegst du ein Mango. Du darfst nicht grooven. Und zwar heisst das... Are you tough enough? Ah! 7. Dein Moment ist gekommen. Bist du ready? Du musst aber ansitzen. So, ansitzen. Du darfst dich nicht bewegen, keine Regung. Und ich darf machen, was ich will. Ist gut? Gut. Erster Song. Das war der erste Song. Gut, Song Nummer 2. Hey, gib doch die Mangos wieder heim. Dass es so einfach ist, habt ihr nicht gedacht. Yeah, baby, okay, eine Chance hast du. Komm, eine Mango darfst du, eine.
Ich nehme sie wieder heim. What if today is my very last and it's time to say goodbye? Who would be sad and who wouldn't care? Could I really go with a smile? Am I alone in heaven? On the door, be closed at all. Did I appreciate life enough? Or am I just a fool? Do I cherish my life? Do I cherish my time enough? Same way again. Is there someone I'd like to say sorry? Am I the daddy I always wanted to be? I do have to clean my book right now. What if today is my very last? And it's time to say goodbye. I wonder who would be sad and who wouldn't care. Could I really go with a smile? And am I alone in heaven? Would a door be closed at all? Did I appreciate my life enough? Or am I just a fool? And I swear, and I try to be the man I'll be, the man I should be. I'd like to say sorry. Am I the daddy I always wanted to be? I do have to clean my book right now. What if today is my very last? And it's time to say goodbye. I wonder who would be sad and who wouldn't care. Could I really go with a smile? Seven! Und unsere Newcomer, schön ist es gewesen. Großen Applaus für Newbridge.